Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 2 Skull of the First Sin Edition. Mein Nachbar hat aufgehört zu hämmern, endlich. Nochmal kurze Information zum Livestream. Was ist das? Das ist ein Fehler. Nicht wie ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge gesagt habe, wird es nicht am 7. oder so sein, sondern am 30., also einen Tag vor Halloween. Da werde ich streamen am Freitag. PvP-Stream. Seid dabei, wenn ihr wollt. Werden wir, wie gesagt, wie in dem Gebiet, was wir letztes Mal entdeckt haben, ein bisschen Leute schnetzeln gehen. Und uns Sachen verdienen. Man kann halt in dem also je mehr Leute man tötet, desto weiter steigt man in diesem Eid auf und kriegt immer mehr Sachen. Ich weiß es noch nicht, ich habe den Eid noch nie gemacht, also weiß ich wirklich nicht, was auf mich zukommt. Ich bin auch noch ein relativer PvP-Noob, also wird lustig, wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich schon tierisch drauf. So, was ist das denn da? Efeu. Aber, also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Dark Souls 2 gesehen habt, also oder schon mal gespielt habt, aber ich finde, das sieht so viel besser aus. Einfach, also, das ist ja die Skull of the First Sin Edition, die ist einfach, ich weiß nicht, sie wirkt stimmiger, hübscher. Das Gegner-Placement ist, wie gesagt, also, ich finde es besser. Es ist einfach, was ist das denn? Was zur Hölle bist du? Außer tot. Der hatte einen Amboss als Keule. Also als, nee, als Morgenstern. Holy shit. Ja, jetzt kommen wir in eins meiner Lieblingsgebiete. Also zumindest optisch. Es ist nämlich Tag und es ist draußen. Etwas Besonderes bei Dark Souls. Der Schattenwald. Sieht aber so viel hübscher aus. Sind auch, ich habe das Gefühl, es sind aber viel mehr Bäume da. Oder man sieht zumindest mehr Bäume. Ich denke, das heilige Schwert war die perfekte Wahl. Also, ich bereue es nicht, es gegen schwindende Seele. Och, wie süß, sind das 50 Seelen oder was? Ich bereue es auf jeden Fall nicht, das gegen das Bastardschwert ausgetauscht zu haben. Komm hier, komm hier. Bäh, auf den Stein zu werfen. Wer stirbt, soll nicht mit Stein werfen. Das ist so nervig. Werft doch wenigstens mit Kacke. Nein! Das Problem ist, die Steine machen auch noch Schaden. So, sind wir wieder Sonntag. Kommt die Heilung. Praise the Sun. So. Jetzt ist gleich die... Ja, werdet ihr gleich sehen, Fahrt aus als Verkunder. Schick. Noch mehr davon. Spürt die Macht. Möge das heilige Licht euch reinigen. Ah! Gut! Ein Witzspeer. Das ist mein Lieblingszauber in ganz Dark Souls. Das ist einfach so, bam, voll in die Fresse. Und je mehr Willen man hat, desto mehr Schaden macht das auch. Sind ja also meiner Meinung nach im PvP ganz nett. Hoffe ich zumindest, dass es so ist. Wie gesagt, selber noch nie intensiv PvP gespielt. Ich habe auch noch nie jemanden invasiert. In meiner gesamten Dark Souls-Karriere. Noch nie. Ich bin der pure PvE-Spieler. Und jetzt das sinnloseste Leuchtfeuer, was ich je gesehen habe in Dark Souls. Man läuft 10 Meter und hier ist das Monster. So. Jetzt die Frage. Gehen wir da lang? Da lang? Oder da lang? Oh. Ich glaube, wir gehen nicht da lang. Da ist gruselig. Wir gehen erstmal hier lang. Was ist das denn? Stopp. Das muss ich eingehender mit einem Blitz untersuchen. Deswegen gehe ich erst ans Leuchtfeuer. Die sind neu. Also, was lustig war, auf diesem Weg, den wir gerade begehen, waren früher
mit ziemlicher Sicherheit war, glaube ich, kein einziger Gegner. Und jetzt sind hier einfach Gegner. Das irritiert mich. Ich wollte eigentlich jetzt chill langschlawenzeln. Untersuchungen durch Blitze haben ergeben, die Viecher sterben sehr schnell. Gut. Komische Kobold-Runzelviecher. Meine Witze sparen sollen. Ich bin tot. Lalalala. Meistgehassten Gegner in ganz Dark Souls. Ich kann nicht rollen! Warum kann ich hier nicht rollen? Ich hab in meinem Ding. Aha! Ich hasse dich. Geh weg. Ich mach dir keinen Schaden. Ich hasse. Okay, da gehen wir, später dann. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich hasse die Viecher. Sie halten einfach nur unnötig viel aus und... Der war nur Kacke. Nun, dann gehen wir erst links. Was ist das? Der ist neu. Hier früher waren hier furzende Typen. Jetzt ist hier ein Typ in... Au! Was bist du? Das ist ein neuer Gegner. Geh weg. Du hältst nicht aus. Was soll das? Oh, da ist noch einer. Ach, der soll sneaky im Bogen sein, aber hat nichts gemacht während des Kampfes. Guter Mann. Die haben eine Falknerrüstung an. Also, wie gesagt, hab hier keine Ahnung, was mich erwartet. Zumindest gegnertechnisch, weil die haben ja anscheinend... Es juckt so. Tut mir leid. Die haben ja einiges anscheinend gegnertechnisch geändert. Ja, haben sie. So, gekratzt. Heilen, weil der andere die Gegner blockiert. Und hüpft. Ich schlage ihm auf den Boden, warum? Au. Ihr seid schnell. Holy shit, seid ihr schnell. Illegal. Heilen. No. So, was gibt's jetzt noch links um die Ecke, was diese drei Typen bewacht haben? Na 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 na. Eine. Ui. Zweimal glitzerndes Titanit. Brauchen wir später. Also braucht man halt für gewisse Waffen, um zu verbessern, weil man die sonst nicht verbessern kann. Klingt komisch, ist aber so. Oh! So. Hier ist nichts. Okay, dann ist hier nichts. Was liegt da? Drachentöter Halbmond. Nö, sag bloß, dass das jetzt... Au! Au! Ich dachte, das wäre ein anderer Spieler. Ja. So, was haben wir gerade gefunden? Okay, dieses Krüppelschild hier. Und? Drachentöter Halbmondaxt. Die skaliert einfach nur Kacke mit uns. Macht nicht sehr viel mehr Schaden. Also macht. Nein, ich möchte mein Schwert behalten. Ja, viel eleganter. Macht zwar auch Blitzschaden, würde mit unserem Willen skalieren, aber ich mag das Angriffsmuster hier von mir. Weil hier habe ich meinen Flächenangriff, wenn ich will, aber sonst kann ich straightforward einfach schnetzeln. So. Kriegen wir die schon auf? Sucht mächtigere Seelen. Okay, wir kriegen die noch nicht darauf. Kleiner Spoiler, hier hinter wäre das erste DLC-Gebiet. Schade. Gut, dann. Wo gehen wir jetzt lang? Ich überlege gerade. Weil von hier aus relativ
weit uns fächern können, wo wir hinwollen. Boah. Sinderhügel hatten wir fertig, genau. Da wollen wir noch nicht lang, weil da können wir auch später noch nicht lang, das weiß ich. Und da ist auch Fetty McFettfett, da kommen wir sowieso nicht lang. Und jetzt kommen wir in den Horrorwald. Ihr seht, man sieht gar nichts. Was ich immer als Trick nehme, ist, ich halte mich immer am Rand entlang, deswegen werden wir ihn erstmal zu Ende erkunden. Also wenn man sich am Rand hält, dann... Also die Geister sieht man noch nicht, bis sie einen schlagen. Und wenn man sich am Rand hält, geht das eigentlich ganz... Man sieht die halt ganz bisschen. Aber dadurch, dass es so neblig ist, sieht man sie fast gar nicht. Oh Gott. Da ist einer. Da, mein Gott. Die kann man halt auch nicht einloggen, das ist das Problem. Wenn man sie einmal sieht, kann man sie auch nicht abkillen. Darfst du bloß nicht aus dem Fokus verlieren. So, ein Geist weniger. Nutzen wir mal einen von unseren 38 Lebensschreien. So. What gibt es hier? Handschuhe. Au! Au! Du gehst du weg! Der Mega-Nervwald des Todes. Die haben halt ein Schwert und eine andere Frau in der Hand, weil die können das ja einfach Fernkampf angreifen. Diese Geister, ne? Die sind kein Spaß. Ring der alten Sonne. Gut, kein Geist in der Nähe. Gucken wir nach, was der bringt. Explodiert an der Schaden. Klingt interessant. Probieren wir mal aus. Wie gesagt, ich drehe jetzt einmal die Runde. Gucken, was wir finden. Okay, hier können wir hoch. Aha, das ist der Ausdauerring plus 1. Und dann ist ein Geist. Da. Wie gesagt, wenn man genau hinguckt, sieht man die auch. Wieder eine Loopsteine, nein, Loopsteine, aber Lebenssteine. Ich möchte fast behaupten, die Investition hat sich gelohnt. Geht, hier kommen wir raus, da will ich noch nicht hin. Das ist so verdammt neblig. Okay, komme ich nicht durch. Ich bin noch fast der Meinung, ich habe fast jeden Geist geschildert, den es hier gibt. Beim ersten Mal vor allem, ich habe das damals mit einem kleinen Grafiker gespielt. Da war es dann ganz komisch, da hat man die Gegner gar nicht gesehen und da war ich aber komplett panisch, als ich erstmal hier durchgegangen bin. Weil ich nicht wusste, was mich angreift. Entsprechend habe ich das auch noch lange gemieden, bis ich irgendwann herausbekommen habe, was mich hier angreift. Wo geht's hier hin? Ich habe das noch nie so weit erkundet. Also ein paar Sachen kenne ich. Das kenne ich zum Beispiel. Guten Tag, werter Herr. Leave me be. Ein abgehackter Kopf. Leave me be. What business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry. Wie gesagt, er ist nur sein Kopf. Der Rest ist weg. It is rare to flap these gums. This is pleasant. Long ago, I was hired to defend the kingdom. I remember a long, brutal fight, and then somebody killed me. So I thought. I came to. I don't know what explains it. Now I watch the days go by. Schöner Nachthimmel, ne? Gaze at the night sky. I'd grown weary of battle, but did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, don't we all? But I want to warn you of something.
my body. I see visions. My body. My body wielding my sword. A sword forged only to kill. My body will show no mercy. I learn new things. And thanks to you, if I can help you. Verkaufte Claymore und ein Großschwert. Beide Sachen, von denen ich Abstand halte. Eine Blitzurne und Zauberbarriere. Hm, nee, möchte ich nicht. Kopf ab, Kiste. I cannot lie. So, I was a hired hand, yes. But we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew. I was born in Feroza. It's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell, our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Strange. Thank you for lending an ear to my ramblings. Here, take thee. Go along. Farewell. So, er hat jetzt seinen Helm gegeben. Ich weiß nicht, ob ich ihn aufsetzen möchte. Nein, möchte ich nicht, dann sind wir nämlich zu schwer. Der Helm ist quasi der, den er anhat, aber er hat ihn jetzt irgendwie immer noch und. Oh, da ist noch was. Ich finde es auch schön, wie es erst neblig wird, wenn man in den Wald reingeht. Da ist noch ein Geist! Stubgeist! Geist? Da ist der Geist. Geh hin. Oh, da ist ein. Au! So, ich muss nur noch den Weg hier rausfinden. Ich glaube, es ging hier lang. Ja. Oder? Eigentlich doch. Waren wir doch gerade. Ja, genau. So. Welcome to Abfahrtgebiet 2.0. Zumindest habe ich so in Erinnerung, dass es ziemlich nervig war. Ist einfach schön, wie eine und dieselbe Textur einfach über alles drüber gekachelt ist. Das ist super. Ist so, wenn man so ein bisschen Ahnung davon hat, denkt man sich auch so. Gut, sieht gut aus, aber ihr wart faul. So, Leuchtfeuer entzündet. Da kommen wir nicht rüber, ne? Ne, schade. Ist das ein Geist? Oder ist das ein Spieler? Noch ein Geist. Die sind nervig. Also, es ist interessant, also wir sind jetzt in einem Status angelangt, wo wir Gegner, bevor sie uns angreifen können, einfach niederkloppen können. Zumindest die aktuellen. Ich hoffe, das bleibt. Was bist du denn, Süßes? Hallo? Kann man auf dich schießen? Stirbst du? Die! Pieks! Oh, da hat was fallen gelassen. Komm ich da rüber? Ja, komm ich. Nice. Dämmerungskraut. Armer Schmetterling. Hier war ich ehrlich gesagt noch nie. Hier ist noch einer. Wir glühen. Schlägt so wie so ein Besoffener. Junge, lern zielen. Gut. Das Schild abspacken. Das Schild haben wir übrigens auch. Was ist noch? Seele eines tapferen Kriegers und Dämmerungskraut. So, hier war ich wirklich noch nie. Was ist da drin? Edler Knochenstab. Okay. Okay. So, und hier kann man sich jetzt die Mega-Abkürzung aufmachen und Duftzweig oder was. Weil auf der anderen Seite hiervon war ich schon mal. Kann ich das?
Nein, ich habe keinen Duftzweig, okay. Frage ist auch, möchte ich das überhaupt? Oh. Noch eine Truhe. Truhen. Chest Madness, nicht Truhen Madness. Helle Bade des Schwarzen Ritters. Was ist das denn schon wieder für ein Konstrukt? Wo ist sie? Helle Bade des Schwarzen Ritters. Skaliert mit Willen. Das ist schon mal tendenziell sehr interessant, wenn es mit Willen skaliert. Weil das potenziell hinter extrem viel Schaden macht. Aber wir haben zu wenig Geschicklichkeit. Die sieht nice aus. Frage ist, mag ich das Angriffsmuster? Wie komme ich hier wieder weg? Ich behalte erstmal das Hydrider-Schwert. Explodieren übrigens demnächst. Wenn wir mehr Schaden erleiden, dann komme ich jetzt zurück. Verdammt. Wozu haben wir beim Leuchtfeuer gerastet und wofür haben wir Heimatknochen? Ich glaube, ansonsten müsste man sich jetzt tatsächlich umbringen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich zurückkomme. So, dann rasten wir. Denn wer rastet, der rastet. Dann, let's go. Dieser Typ, ne? Du hast keine Existenzrechte. Aua. Vor allem, die sind doch außerhalb des... Also, bis auf dass man sie nicht einloggen kann, sind die doch total witzlos außerhalb des Spiels. Der Stehlevel. Ist eine Höhle? Okay. Okay. Hört ihr das? Oh. Ach nee, nicht die Töpfe. Okay, ich kann mich an die noch erinnern. Diesen Abfuck. Kann man die kaputt schießen? Ja, kann man. Weil, wenn man daneben steht, verfluchen die ein. Nicht schön. Warum ist hier nichts? Wo sind alle Gegner hin? Das kann ich auch anders machen. Gut. Gut. Boah, nicht verfluchen. Dafür will ich echt eigentlich keinen Duftzweig opfern, um an die Truhe zu gehen. Also, ich habe auch keinen einfach. Was haben die gemacht? Wo sind die ganzen Gegner? Also jeder, der schon mal Dark Souls 2 gespielt hat, sollte sich jetzt... Oh, da. Genau die Kollegen. Die einen so wunderbar... Oh Gott, macht der Schaden! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Von dir halte ich nicht viel außer Abstand. Alter! Kollege, was ist das eigentlich? Was ist das? Das ist ein Löwe! Snacken wir wieder ein Lebensstein. Weil eigentlich hat es ja früher von den Dingern gewimmelt. Oh, noch einer. Au! Scheiße. Oh, nice. Unser explodierender Ring hat ihn getötet. Ich finde den eigentlich. Der hat sich blondieren lassen. Wieso sind hier so viele Steinstatuen? Uiuiui, der macht bitte mehr Schaden. Aber ich finde, der sieht cool aus als seine Schwarzen. Klingt jetzt komisch, aber. Der sieht cool aus als die Schwarzen. So. So viele Sachen, um seinen Duftzweig einzusetzen. Warum? Noch ein Pharos Wahrheitsverkünder. Was soll ich mit dem ganzen Zeug? Und noch mehr Geister. Yay. Buddhidu! Nicht sterben! Dankeschön! Unser Flammenring hat uns übrigens gerade das Leben gerettet. Nein, ihr sollt kein Steinzeug sprühen. Genau das Zeug nämlich. Ah, nicht! Wenn man da reinläuft, wird man zu Stein. Nicht schön. Glitzerndes Titanit, noch mehr. So, was ist hier drin? Verschlossen. Schön. Hier waren die Viecher wahrscheinlich drin. Krieg ich Schaden?
Ah, das ist Zeug, wo meine Rüstung kaputt geht. Geil. Geil! So, was ist hier? Da sitzt ein Opa. Hier ist irgendwo Finsternis. Da ist Finsternis. Was lacht hier eigentlich so? Feuerbombe, Seele eines tapferen Kriegers. Was lacht hier? Dort kommen wir her, ne? Der ist versteinert. Rasten will ich jetzt nicht, weil wir haben nichts verbraucht und sonst sind nur alle Gegner wieder da. Komme ich da oben zur Truhe? Wie? So? Ach so. Türen benutzen ist schwer. Also, ja. Stilb. 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 Au. Stilb. Und weitere Lebenssteinverschwendung betreiben. So, was hast du hier? Fossiler Drachenknochen, Titanic-Borken. Was lacht denn hier? Auf den Lachen. Lebensstein. Ist irgendwo. Hat ja einer guten Witz erzählt, oder? Au. Sollte auch treffen. Boah, das nervt so, dass man diese Geister nicht einlocken kann. Das ist so nervig. Das ist das Einzige, was ich schwer mache. So, jetzt heil ich. Da ist noch so ein finsternes Ding, das juckt mich aber gerade so gar nicht. Was hier? Oh, nicht zu gucken. Das war's mit der Menschlichkeit. Wow, zwei davon machen Schaden. Gut. Das ist wirklich nervige ist halt, die strafen halt um dich herum. Du kannst sie nicht einloggen. Locken, locken. Weil die ganze Zeit um dich herum strafen. So, was gibt's hier noch? Noch ein versteinerter Was war das denn für ein Move? Haben die dazu gelernt oder was? Macht der so einen dicken Spin-Jump. So. Was ist hier noch? Ah. Ja komm, da gehen wir runter. Guten Tag. Klar. Ja, das ist der Herr der Finsternis quasi. Genau. Nein, ich hab die Truhe vergessen. Machen wir später. So. Nochmal im Kreis, weil es so schön ist. Aber dieser Ring ist echt cool mit dem Explodieren. Der kann einem manchmal das Leben retten. Weil also, halt wenn einer sozusagen staggert im Nahkampf, und der macht extrem viel Schaden, der Ring, und da immer weiter auf ihn drauf haut, explodiert er halt und er wird weggestoßen. Dieses Lachen geht mir langsam auf den Zeiger. Jo, wo geht's hier noch hoch? Ist da jemand drin? Warum bin ich denn hier hochgegangen? Okay, dafür. Skeptiker-Gewürz ist geil, dadurch kann man hinterher, glaube ich. Warte, war das das? Jetzt mal hier weg von dem komischen Furzfass. Wo ist es? Da können wir dann nämlich mal eintauschen gehen. Genau, senkt benötigten Willen eines Zaubers um 1. Das ist ganz cool hinter bei manchen Wundern, da müssen wir nicht. Wobei, also wir gehen eh auf Willen, aber. Naja, wir werden sehen. We will see. So, wo geht's hier jetzt hin? Ah! Bosszeit. Den Boss machen wir in der nächsten Folge. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das ist jetzt, glaube ich, die Freitagsfolge, also kommt die nächste am Sonntag?
Ja, ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, ich produziere gerade ein bisschen vor, weil ich die Woche weg bin. Und wie gesagt, würde ich sagen, freut euch auf die nächste Folge, wenn wir diesen Boss besiegen. Und ich sage, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.